Jo, Benni, kurze Vorhersage für das Spiel heute. Gott im Himmel, also dafür brauchen wir keine Zeit zu verschwenden. Ne? Wird ein klarer Start-Zielsieg von uns, da gibt es gar keine Fragen. Also eigentlich gar keine Überraschung, ganz wie erwartet, absolut dominiert das erste Spiel. Was sagst du? Eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht von uns, dass wir nur zwei machen. Okay. Aber es reicht halt hier dann wirklich schon noch locker, muss man schon fast sagen. Time! We play Wimbledon. 900, 950. Das nennt sich ja University, Tennis University, und wir wissen, wie wichtig Bildung ist, und das habt ihr immer wieder unter Beweis gestellt, ihr als Coaches. Was sagst du jetzt zu dem Erfolg? Also noch ein bisschen langsam, ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, aber gut, wir sind so oft die ganzen Strecken abgefahren und im Flugzeug sieht man immer die Bilder. Wenn man sich ein bisschen erinnern kann, dann schafft man das schon. Go! Oh, maybe not. Come on! No, not yes! No! Oh. Yes! Oh, no! Go! Stay with Mike. No, you get out of the bottom of the line! Our guy was the best. Where is he? I want to shake his hand. Bravo. This year? This one here? Haben gerade los. Man soll das nicht so laut sagen, aber das da war eine Enttäuschung von unserem Koalitionstrainer. Ja, mit diesen kleinen Bällen kann er nicht umgehen. Also, naja, schauen wir mal. Das steht ja so direkt rein. Das ist direkt rein.
Es sieht so ein bisschen danach aus, als wenn ihr denen ein bisschen Hoffnung geben wollt und die ankommen lassen möchtet. Ist das wahr? Ja, im Moment geht es so ein bisschen die Reise in die falsche Richtung. Ja? Aber der Tag ist lang, Spiel hat 90 Minuten, 11 Freunde müsst ihr sein und kriegen wir schon hin.